Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von Sammydolls. Es ist mal wieder an der Zeit, mich hinzusetzen und ein paar Fragen zu beantworten, die ich erhalten habe von euch tollen Zuschauern. Ich habe keinen Tee, aber ich habe eine schöne Kerze hier. Zählt das auch? Riecht auch ganz gut. Also, die erste Frage, die ich erhalten habe, war: Wie bekomme ich meine. Po Ich habe hier, die Fragen sind auf Englisch. Ich muss das im Kopf gerade übersetzen. Wie schaffe ich, dass meine Puppe beim ersten Mal perfekt wird? Also die Augen, das Kinn und so weiter. Wie schaffe ich, dass meine Puppe perfekt wird beim ersten Mal? Das ist eine super Frage, die habe ich mir auch gestellt, als ich angefangen habe mit dem Puppenmachen. Und die langweilige Antwort ist, dass Practice makes perfect. Also Übung macht den Meister. Puppenmachen ist eine tolle Kunstform. Es ist halt eine Kunstform, eine nicht ganz so einfache Kunstform. Es ist nicht so, dass man einfach ein Rezept folgt und dann was Schönes kocht oder Möbel zusammenschraubt oder so, sondern es ist ein bisschen feiner und ein bisschen mehr refined ist das englische Wort. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also es ist eine sehr feine Kunstform, die sehr viel Feingefühl braucht und Geschicklichkeit und Genauigkeit und Übung, wie alle anderen Kunstformen auch. Um die Augen perfekt hinzukriegen, also perfekt ist immer relativ, aber was man machen kann, ist, man kann auf der Rückseite des Kopfes üben und da schon mal ein paar Augen ausprobieren, wie man die macht, weil ich weiß, die Materialien, um eine Puppe zu machen, sind nicht so günstig. Also das, was man machen kann, ist auf der Rückseite des Kopfes zu üben, um die Augen und den Mund zu machen und so weiter. Und wie kriegt man das Kinn perfekt? Also den besten Tipp, an den ich denken kann gerade, ist, dass man den Kopf so fest wie möglich stopft, aber auch nicht zu fest. Und dann die Augenlinie und Linie, nicht Linie, wie heißt das? Caudal, Faden, dass man die Fäden, den Augenfaden und hier den Kinnfaden so fest wie möglich zieht. Hier der Kinnfaden an den Bäckchen, das ist der Faden, den man besonders festziehen muss, damit das Kinn und die Bäckchen schön nach vorne kommen. Und ja, Übung, Übung, Übung. Die Puppen, die Fotos, die ich sehe von euch, die ihr mir zeigt in der Sammy-Facebook-Gruppe, die sind unglaublich. Also richtig, richtig toll. Das sieht so aus. Eure ersten Puppen sehen so aus, wie meine 10. oder 15. Puppe ausgesehen hat. Ist echt klasse. Also die Videos anschauen, den Schritten in den Sammy-Schnittmustern folgen, in den Anleitungen und Übung, Übung, Übung. Langweilig, ich weiß. Aber es ist eine tolle Kunstform und Perfektionismus, ich weiß nicht. Also wenn wir unsere Kinder anschauen mit unseren unperfekten Puppen und die geben denen so viel Liebe. Unsere Kindern ist es egal, ob das eine Auge ein bisschen größer oder kleiner ist als das andere. Die wissen einfach, dass da Liebe drin steckt in der Puppe. Und während unsere Kinder unsere Puppen schon lieben oder Freunde, denen wir die Puppen geschenkt haben, können wir immer noch weiter üben und bis wir unsere Puppe so haben, wie wir sie haben wollen. Okay, die nächste Frage ist, woher ist dein Akzent? Das hat jetzt auf Deutsch keine Relevanz. Ich bin in Deutschland geboren worden. Wo lebst du? In Australien? Also was ist mein Akzent oder mein Dialekt? Die Frage wurde mir gestellt in meinen englischen Videos, weil ich wurde halt nicht hier geboren und habe halt natürlich einen Akzent. Wo lebst du in Australien? Wie bist du nach Australien gekommen? Ja, also in 2008 bin ich hierher gekommen und im Jahr vorher war mir ein wenig langweilig zu Hause und ich bin im Internet ein bisschen rumgesurft und habe irgendwo eine Frage gesehen, die meine Aufmerksamkeit, wie heißt das? Also auf die ich aufmerksam wurde und die hatte zu tun mit, was ist der Sinn des Lebens und solche Sachen, über die ich mir zu der Zeit sehr viele Gedanken gemacht habe. Und da habe ich draufgeklickt und habe dann einfach so meine Gedanken als Antwort gegeben. Das war so eine Frage-Antwort-Seite. Und dann bin ich in Kontakt gekommen mit demjenigen, der die Frage gestellt hat. Und das wurde dann später mein Ehemann.
Wir haben dann uns hin und her geschrieben und dann auch mit Skype uns unterhalten. Und dann hat er uns eingeladen, meine Tochter und mich, die damals 4 war, dass wir doch mal nach zu Besuch kommen können hier nach Australien. Und dann bin ich eigentlich dann auch hier geblieben, also nicht mehr wieder zurückgegangen. Wir mussten dann noch einmal kurz nach Deutschland, um das Visum zu beantragen. Aber seitdem leben wir hier. Und ich freue mich jeden Morgen, wenn ich einen Spaziergang mache am Meer und das Meer sehen kann. Das Meer ist 60 Meter hier die Straße runter und die schönen Palmen. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich hier mal leben werde. Ich vermisse natürlich meine Familie in Deutschland und versuche nicht zu viel dran zu denken, weil sonst würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag nur rumheulen. Aber ich liebe meine Familie sehr, sehr, sehr und glücklicherweise können wir sie ab und zu mal sehen. So alle 2 Jahre oder so kommen wir zu Besuch nach Deutschland. Und ansonsten bin ich hier, genieße mein Leben hier, nähe Puppen und filme Videos und so weiter. Und ja, das waren die Fragen für heute. Wenn du auch eine Frage an mich hast, hinterlass sie doch in den Kommentaren. Ich mag diese Fragen-Antworten-Videos sehr gerne, um die Menschen hinter den Online, Video-Tutorials und Anleitungen ein bisschen kennenzulernen. Ich hoffe, dir gefällt das auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!